Ja, Leute, lang ist es her, dass wir ein Real Talk Video hatten und ich habe gesagt, ey, ich brauche mal wieder ein Real Talk Video. Ich werde ja ein Gameplay im Hintergrund laufen haben. Ich werde jetzt hier nebenbei ein bisschen selber zocken. Ja, weiß ich nicht. Das kommt irgendwie ein bisschen cooler, wenn ich nebenbei ein bisschen selber zocke, anstatt dass ich einfach nur in eine Kamera rede. Da fällt mir immer mehr ein, wenn ich dann am Zocken bin nebenbei. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Real Talk Video, es ist echt wichtig, dass das jetzt mal kommt oder dass ich mal darüber was mache, weil es mich tatsächlich persönlich selbst extrem abfuckt, was ich so manchmal lese, was ich so über Instagram geschrieben bekomme von Leuten, die beispielsweise, ihr könnt ja im Titel schon sehen, um was es geht, dass sich Leute tatsächlich dafür schämen, dass sie auf ein anderes Geschlecht stehen, wenn sie sich outen, dass die Leute nicht mehr zueinhalten und so. Ich frage mich tatsächlich echt, was ist mit der Welt passiert, dass es einfach so laufen muss? Es muss doch nicht so sein. Jeder kann doch das machen, was er will. Aber bevor ich jetzt einfach das Thema so krass anfange, einfach direkt so mittendrin rein, möchte ich vorher noch gesagt haben, dass ich das immer cool finde, wenn mir irgendwelche Leute auf Instagram schreiben, ey, bei mir sieht so und so im Leben aus, wie soll ich das und das machen? Ey, ich habe Angst davor, wie kann ich das machen und so. Ihr könnt das gerne weitermachen. Wie gesagt, ich werde keine Namen nennen, ich werde absolut gar nichts von euch verraten oder sonstiges. Mir ist es echt eine Ehre, dass ich da sozusagen, ja, einfach teilhaben darf auch von eurem Leben, so dass ihr mir das erzählt und mir das auch einfach anvertraut. Das bedeutet mir echt unnormal viel. Das Video ist selbstverständlich Creative Commons Lizenz von YouTube. Also ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt das bei TikTok hochladen, ihr könnt Clips daraus verwenden. Mir ist das komplett egal. Ich will einfach nur, dass es so viele Leute wie möglich sehen, weil es einfach echt krass ist und es einfach nicht so sein sollte. Ja, genau. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben. Tatsächlich habe ich mir Notizen auf dem Handy gemacht, was hier vor mir steht. Wir werden über verschiedene Themen reden, weil es echt geisteskrank ist. Ich werde euch nebenbei eventuell noch ein paar Bilder einblenden zu bestimmten Themen, damit ihr da ja noch mehr drin seid. Und ja, ich würde einfach sagen, dass wir loslegen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, also beziehungsweise seid irgendwie anderer Meinung oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Wie gesagt, jeder kann seine Meinung sagen, jeder kann eine andere Meinung dazu haben und seid aber trotzdem bitte höflich in den Kommentaren. Beziehungsweise seid auch höflich zu anderen, die eine andere Meinung haben. Sollte ich sehen, dass es nicht so ist, werdet ihr einfach blockiert, weggebannt. Mir ist das komplett egal, ich lasse euch per mal weggebannt auf YouTube, dann könnt ihr leider nie wieder irgendwas reinschreiben. Wenn ihr das so wollt, dann macht es. Ich würde es aber nicht an eurer Stelle machen. Wie gesagt, jeder kann seine Meinung so äußern, wie er will. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, wirklich Kritik, also dass es wirklich Kritik ist, dann könnt ihr selbstverständlich auch auf die Kommentare antworten und ihr könnt natürlich auch auf meinen Discord kommen, könnt mir persönlich, wenn ihr nicht in den Kommentaren das schreiben wollt, mir persönlich die Sachen schreiben. Ich werde mir die Sachen auf jeden Fall durchlesen und kann auch eventuell, wenn ich Zeit habe, ich habe momentan relativ wenig Zeit, werde ich euch dann auch natürlich darauf antworten, also so ist das nicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Thema an und zwar ist es ja immer noch so ein verbreitetes Thema. War das überhaupt ein deutscher Satz? Ich glaube nicht, I don't know. Leute aufs Gleichgeschlecht beziehungsweise, wie kann man das fachlich ausdrücken, ohne dass jemand verletzt? Also ich möchte auch nochmal sagen, falls ich hier irgendwas falsch ausspreche, weil ich bin absolut kein Profi da drin. Ich weiß nicht die ganzen politisch korrekten Fachbegriffe oder so. Nehmt mir das bitte nicht so übel und korrigiert mich eventuell einfach in den Kommentaren dann dazu. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. Also wir wollen bei dem Thema aufs gleiche Geschlecht stehen. Ja, einfach ein anderes Geschlecht beziehungsweise selber sagen, yo, ich stehe eher auf das oder ich würde eher lieber das machen oder so. Ja, da haben ja Leute immer noch so eine Meinung darüber, dass sie mit den Leuten dann keinen Kontakt mehr haben wollen und die Leute nicht mehr akzeptieren, so wie sie sind. Ich finde das jedes Mal so schrecklich, wenn ich das sehe, höre oder mir sowas auch geschrieben wird. Das kann es doch nicht sein, dass du dich outest, I don't know, du hast so richtig gute Freunde. Also beispielsweise, ich kann ein Beispiel erzählen. Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Freund, der Junge ist absolut in meinem Herz. Und wo er mir damals erzählt hat, wie, ja, sein Standpunkt, beziehungsweise zu, ja, auf was er so für Geschlechte steht und so ist. Ich muss ehrlich sagen, mir war das eine unnormale Ehre, dass er mir das erzählt hat. Er hat es dann später auch öffentlich gesagt. Also, ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Falls du es siehst, Bruder, Küsschen geht raus an dich, Mann. Ich hab dich echt lieb. Ja, mir war das echt eine Ehre damals, dass du mir das erzählt hast. Und das war auch einfach so ein Vertrauen. Also, das war so, wie kann man das nennen? Es ist, man kann es unbeschreiblich nennen. Es ist einfach krass gewesen, dass mir sowas anvertraut wird. Wir haben uns noch nie zuvor gesehen online, wo du mir das erzählt hast, beziehungsweise wir haben uns noch nie im richtigen Leben gesehen, wo du mir das erzählt hast und mir war das echt eine Ehre und das wusste ich auch echt zu schätzen. Ich war mir gar nicht mehr so sicher, was wir genau so besprochen haben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das einfach cool fand, dass du mir das erzählt hast und wie gesagt, ich würde das eher so sehen, lasst es euch eine Ehre sein, wenn euch jemand das erzählt oder so, das ist übertrieben, ist das Vertrauensgeschenk und manche Leute sagen dann einfach, yo, dann will ich nicht mehr mit dir befreundet sein, nur weil die Person jetzt auf Männer steht oder so, kompletter Schwachsinn. Ja, die andere Person respektiert es, dass du vielleicht nicht auf Männer stehst. Also wenn du auf Männer stehst und das nicht die gleiche Person ist,
ihr könnt doch trotzdem weiterhin zusammenhalten. Ich verstehe das immer nicht. Dass die Leute dann auf einmal keinen, also Kontaktabbruch machen, mit der Person nichts mehr zu tun haben wollen, übertrieben schlecht über die Person reden und so. Das ist nicht meine Welt und ich verstehe es auch nicht, warum das. Das ist echt krank in den letzten Monaten, Jahren geworden, dass sich das so, dass es so geworden ist. Ich finde es aber dennoch immer echt unnormal stark, wenn sich Leute, also Leute das öffentlich sagen, Leute öffentlich zeigen, yo, ey, ich stehe jetzt nicht auf vorne, also ich spreche jetzt von Männerseite aus. Natürlich gilt das Ganze auch für die Frauen, aber ich spreche jetzt von Männerseite aus, weil ich selber ein Mann bin und ja, deswegen, ich möchte hier niemanden ausgrenzen oder so, also bitte verzeiht mir das, eventuell versteht ihr das ja. Ja, wie gesagt, das ist so, yo, ey, ich hab mitbekommen, ich bin nicht so derjenige, der so auf Frauen steht, ich bin eher so auf das gleiche Geschlecht. Und wenn ihr euch das erzählt, das ist doch eins der geilsten Sachen, was es gibt, das ist das größte Vertrauensgeschenk, was du eigentlich bekommen kannst, weil manche Leute haben so eine Angst, irgendwie sich zu outen, dass sie es einfach gar nicht machen. Also aus dem Grund, die haben Angst, sich zu outen, weil sie Angst haben, wie die Leute reagieren und ob sie noch akzeptiert werden, so wie sie sind, obwohl sie die gleiche Person im Endeffekt sind, die sie vorher auch waren. Und da stimmen mir 100% auch die meisten Leute zu, dass es nicht so sein sollte, wie es ist, leider nun mal. Deswegen, und ich finde es auch immer unnormal stark, dass mir die Leute dann über Instagram oder so schreiben, ey, yo, guck mal, bei mir sieht das so aus, wie kann ich das meinen Freunden sagen und alles und ich habe Angst, dass sie mich nicht mehr akzeptieren und wenn sie dich nicht mehr akzeptieren, auch wenn, also wenn du denen das sagst, yo, ich gehe auf das gleiche Geschlecht und sie dich nicht mehr akzeptieren, dann waren das eh nie deine richtigen Freunde, also solltest du da auf jeden Fall Abstand halten und auf gar keinen Fall hinterherrennen. Zieh dein Ding durch, jeder Mensch ist gleich, egal auf welches Geschlecht er steht und so, weiß ich nicht, ich finde das immer, es ist einfach unfair, es ist unnormal unfair, wie die Menschheit so über andere dann so herüber herzieht und sagt, yo, da steht Männer oder sie steht auf Frauen oder so und ja, das geht gar nicht und das kann einfach absolut nicht sein und so, ich verstehe es nicht. Aber es ist, ich kann es einfach nicht verstehen und ich glaube, da stimmen mir auch viele Leute zu. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch oder schreibt mir über Instagram, über Discord oder so, überall. Ich lese immer die Nachrichten durch, auch wenn ich vielleicht nicht jedem antworte, aber ich lese auf jeden Fall jede Nachricht durch. Ja, das ist so groß und ganz das erste Thema, was ich so ansprechen wollte, was ich nur so kurz raushauen wollte, weil, ja, weiß ich nicht, es musste einfach mal sein, es musste einfach mal gesagt sein. Ich hätte jetzt auch natürlich gerne noch jemanden gehabt, der das vielleicht ja, erlebt hat, der hätte dann noch was daraus erzählen können. Vielleicht haben wir auch jemanden in der Community, der das dann erzählt, dass es bei ihm so ist. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn es hier jemanden gibt, bei dem das so ist. Ich finde es auf jeden Fall stark und ich stehe auf jeden Fall hinter euch, wenn ihr das macht. Das ist einfach Hut ab, würde ich sagen. Hut ab. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch nicht trauen, zu sagen, wenn ich aufs gleiche Geschlecht stehen sollte. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Thema. Und das ist mir eigentlich nur so wieder eingefallen, oder was heißt eingefallen? Das ist mir wieder schon klar geworden, wo ich letztens eine Frage bekommen habe. Und zwar, ob es ein Problem für mich sei, wenn sich Frauen teure Autos kaufen. Also erstmal hat mich diese ganze Frage, beziehungsweise das mit dem, hier ist ein Problem, wenn sich Frauen teure Autos kaufen, extremst abgefuckt. Warum kann man nicht schreiben, ist es ein Problem für dich, wenn sich Leute teure Autos kaufen? Also erstens, ja, jeder kann machen, was er will. Jeder hat seine Freiheiten. Was geht dich das an, was andere machen, was sich andere kaufen oder so? Was mich am meisten getriggert hat, und das nervt mich einfach unnormal, es ist wirklich unnormal nervig, dass die Leute immer Männer und Frauen so extrem auseinander trennen. Hier, Frauen dürfen das nicht und Männer schon und so. Digga, halt's Maul einfach, ganz ehrlich, also ohne Witz, Digga, sei einfach ruhig, pack nicht ab. Digga, jeder kann sich das kaufen, was er will, egal ob Mann, Frau, was auch immer. Es gibt ja viele verschiedene, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es gibt viele verschiedene, ich sag jetzt mal, Arten von Personen, obwohl das auch wieder falsch klingt irgendwie, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jeder kann das machen, was er will. Jeder kann sich das kaufen, was er will. Jeder kann so leben, wie er will. Jeder kann sein, wie er will. Ja, ich frage mich immer, was interessiert dich das Leben anderer? Ich verstehe es nicht. Und wenn ihr solche Hate-Kommentare beispielsweise auch bekommt irgendwie, das kann auch nochmal auf das Thema, was wir am Anfang hatten, darauf bezogen sein. Ignoriert es. Ihr lernt es zu ignorieren. Ich habe jetzt auch durch 6 Jahre YouTube, ich ignoriere Hate-Kommentare. Egal, was für Kommentare. Ich ignoriere es einfach. Naja, ich lache darüber. Mir ist es egal, weißt du, mich juckt das nicht, Digga. Wenn irgendjemand meint, mich irgendwie, ich werde einmal im Jahr gefühlt von irgendjemandem beleidigt, hardcore, in den Kommentaren. Ah, Digga.
Cool, dann beleidige mich, Digga. Was interessiert mich das? Was soll mich das interessieren? Ich kann es auf jeden Fall absolut gar nicht verstehen. Die Frage hat mich unnormal getriggert. Blende ich sie auch hier ein gerade. Ich verstehe es einfach nicht, warum man so eine Frage stellt. Erstens aus dem Aspekt, warum steht da nur Frau? Das verstehe ich gar nicht. Also, wer auch immer das geschrieben hat, ich verstehe es halt einfach nicht. Es ist nicht nachvollziehbar. Egal ob Mann oder Frau, es ist doch scheißegal, wer sich was kauft. Es ist doch scheißegal. Wer denn hat eine Frau ein teures Auto? Warum interessiert dich das? Warum sollte dich das interessieren, ob die Frau ein teures Auto hat oder nicht? Es ist nicht nachvollziehbar. Ich verstehe es nicht, warum das immer so getrennt wird. Auch mit diesen, dass Frauen hier haben da keine Rechte und da keine Rechte. Digga, halt einfach deine dumme Fresse. Fuck nicht ab, Alter. Konzentrier dich auf dein dreckiges Leben. Nur weil es dir irgendwie scheiße geht, musst du nicht andere runterziehen oder so. Es ist dumm. Es ist dumm. Ich könnte mich darüber jetzt auch die ganze Zeit aufregen. Es ist einfach dumm. Jeder Mensch hat gleich viele Rechte. Egal, was für ein Geschlecht. Ob männlich, weiblich, divers. Es ist egal, welches Geschlecht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Egal, ob teures Auto, nicht teures Auto. Auch immer dieses, das können wir jetzt nochmal zu dem Auto hinzufügen. Dieses, der hat viel Geld. Also der hat ein dickes Haus und der hat nur eine Wohnung. Es ist doch egal. Ein Mensch ist Mensch. Also es ist auch krass, was Geld so alles ausmacht. Diese Frage hat in so vielen Aspekten so einen Trigger in mir ausgelöst. Also gefühlt nur durch diese Frage. Nur durch diese Frage mache ich dieses Real Talk Video, weil es mich unnormal gestört hat, wie die Leute denken. Es ist echt geisteskrank. Man könnte doch denken, ich wäre verrückt, aber es ist einfach unnormal. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach wirklich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen. Absolut gar nicht. Jeder kann machen, was er will. Egal welches Geschlecht. Kann sich kaufen, was er will. Kann machen, was er will. Was ihm Spaß macht. Man lebt nur einmal. Man soll Spaß haben in seinem Leben. So ist mein Motto auf jeden Fall. Ignoriert Hate-Kommentare. Wenn ihr es nicht könnt, keine Ahnung. Eure besten Freunde oder so helfen euch safe. Redet mit denen, die ziehen euch da durch. Die packen das und ihr lernt das zu ignorieren, dass ihr da absolut keine Probleme mehr habt. Dann würde ich sagen, das Thema habe ich auch durch. Dann würde ich sagen, gehen wir so zum Thema Beziehungen, Freundschaft, so alles. Das hat mich auch tatsächlich genervt. Das kriege ich auch öfters mal über Instagram geschrieben. Es fuckt mich unnormal ab. Das ist einfach diese Sache. Also, erstmal, man kann groß und ganzen sagen, was eigentlich dieser Standardsatz von dem ganzen Video sein kann. Was hat euch das Leben anderer zu interessieren? Also jetzt mal ehrlich, habt ihr so ein Scheißleben, dass ihr andere Leute runtermachen müsst? Es ist so dumm. Also, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, Beziehungskram oder so. Lasst doch die Person zusammen sein, wie sie wollen. Was mich eigentlich am meisten nervt, ist, dass Leute immer einen Faxen auf Altersunterschied schieben. Es ist echt unnormal. Ich habe ein geiles Beispiel damals gebracht und das haben auch viele gesagt, es ist ein geiles Beispiel. Guck mal, du, egal, Mann oder Frau, 17, ist mit Mann oder Frau 13 Jahre befreundet. 4 Jahre ist Altersunterschied, ne? 4 Jahre Altersunterschied. Es sind 4 Jahre. Haltet euch das fest. 13 und 17. Jetzt ist Mann oder Frau 26 oder Mann oder Frau 30, sind die beiden befreundet. 4 Jahre ist Altersunterschied. Ich schwöre, es ist einfach so, dieses 13 und 17 klingt für so viele Leute, also, wie kann man das beschreiben? So viele Leute finden dieses 13 bis 17 so unnormal schlimm, aber 26 bis 30 ist komplett okay. Obwohl es 4 Jahre, es hat das eine ist 4 Jahre, das andere ist 4 Jahre. Es ist gar kein Unterschied, es ist nur die Alterszahl. Es ist krass, wie das runtergemacht wird mäßig, also wie die Leute darüber dann direkt denken. Und was ich auch absolut schlimm finde ist, beispielsweise jemand, ne, jetzt männlich 17 ist mit männlich 13 befreundet. Kein Problem, Digga, kein Problem. Niemand schiebt ein Problem darauf, niemand. Männlich 30 ist mit männlich 26 befreundet. Niemand schiebt ein Problem darauf, es ist allen egal. Sobald aber beispielsweise männlich 13 mit weiblich 17 oder männlich 17 mit weiblich 13 befreundet ist, Digga, ist das so ein Problem auf einmal. Oha, guck da diesen Altersunterschied an. Geht gar nicht und so, Digga. WTF? Ich denke mir nur so, holy shit, Digga, was geht ab bei euch? Aber bei wenn ihr weiblich 26, männlich 30 oder, ne, ihr wisst, wie ich meine, ist, dann ist es komplett okay. Dann interessiert es keinen Schwanz. Es interessiert keinen Schwanz. Es ist doch egal, ob du als Mann 17 mit einem anderen, okay, sagen wir Mann, doch, wir sagen einfach jetzt Mann. Es ist doch egal, ob du als 17-Jähriger mit einem 13-Jährigen befreundet bist. Und es ist auch egal, ob du als 17-Jähriger mit einer
13-Jährigen befreundet bist. Genauso andersrum. Es ist doch egal, ob du als 13-Jähriger mit einer 17-Jährigen befreundet bist oder als 17-Jährige. Versteht ihr? Es ist doch egal, ob man damit befreundet ist oder nicht. Also dieser Altersunterschied ist doch genau am Ende der gleiche. Es ist einfach der gleiche Altersunterschied. Es ist wirklich nur diese Zahlen. 13, 17, 26, 30. Es ist beides 4 Jahre. Und da schieben Leute, wenn man als männlich mit einer weiblichen Person befreundet ist, so viele Faxen. Aber bist du als männlich mit einer männlichen Person und hast so einen Altersunterschied? Niemand hat ein Problem. Niemand hat ein Problem. Niemand. Du kannst doch einfach mit den Leuten befreundet sein. Es muss doch nicht immer nur heißen, ey, guck mal, du bist männlich 17, sie ist weiblich 13. Alter, da läuft was. Und es ist direkt unnormal schlimm für alle anderen. Aber wenn du als männlich, also als Junge 17 mit einem jungen 13 befreundet bist, da kann doch genauso was laufen. Versteht ihr? Das müsst ihr mal mitbekommen, wenn ihr euch mit Leuten darüber unterhaltet. Es ist echt nervig. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Es ist unnormal schlimm. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es fuckt mich auch so ab. Und wenn Leute das zu mir sagen, und das habe ich auch jetzt so beschlossen, wenn Leute mich mit irgendwas abfucken sollten in diese Richtung, Leute, die ich schon länger kenne, Leute, mit denen ich eigentlich gut bin, Digga, ich block sie einfach weg, Digga, weil solche Leute brauche ich nicht bei mir in der Freundesliste. Du kannst doch, wie ist es beispielsweise, wenn du als, naja, sagen wir, wenn du Junge, 13 Jahre alt, mit einer 17-Jährigen befreundet bist, aber sie steht auf, auch auf Frauen, so mäßig, ne? Also auch auf weibliches, auf das weibliche Geschlecht. Oder du bist als Mann 17 mit einer 13-Jährigen befreundet, aber stehst als Mann auf einen Jungen. Ist es denn wiederum was anderes? Klingt es denn wiederum was anderes, wenn du sagst, ey, yo, ich stehe auf Männer, bist dann mit einer 13-Jährigen befreundet? Ist es denn wiederum was anderes? Also ihr versteht das bitte. Nimmt für die Alter jeweils immer die Geschlechter so an, wie ihr gerade seid. Also, ne, damit ihr das versteht, ich will jetzt hier niemanden ausgrenzen oder so. Es klingt ein bisschen so. Aber ich verstehe es einfach nicht. Leute, lasst doch einfach die Leute mit den Leuten befreundet sein, die sie wollen. Da muss doch nicht immer nur, weil ein Junge mit einem Mädchen befreundet ist, direkt was dazwischen laufen. Es kann doch auch einfach nur eine verfickte Freundschaft sein. Aber das geht in den Köpfen mancher 12-Jährigen oder sogar tatsächlich 16-Jährigen Leute nicht rein, weil sie einfach in der verfickten ersten Klasse hängen geblieben sind, weil sie strohdumm sind. Es ist einfach die Wahrheit. Manche Leute haben so einen untergebildeten IQ von 1, dass sie ihr eigenes Leben nicht checken und bei dem Leben anderer Leute was suchen müssen, um die zu ficken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sehe schon, das Video wird auf 18 gestellt, 100%. Es ist mir aber egal. Es ist mir egal, wenn es auf 18 gestellt wird. Ich verstehe es nicht. Es ist echt unnormal schlimm. Lass die Leute einfach damit mit den Leuten befreundet sein, die sie wollen. Und das ist genau das Gleiche, wenn jetzt beispielsweise jemand 17 mit jemand 13 zusammen ist. So, es ist dieser 4-Jahres-Altersunterschied. Ich nehme das gerne. Dieses 17, 13 oder 26 und 30, es ist beides 4 Jahre. Lass sie doch einfach zusammen. Das Ding ist, da müsste man ja nochmal gucken, weil deutsches Gesetz sagt ja hier, das finde ich auch tatsächlich mega, mega dumm. Und darüber sollte man sich vielleicht Gedanken machen, dass du als 14-Jährige oder Jähriger mit einem oder einer 22-plus-Jährigen oder Jährigen Spaß haben darfst im Bett. Darüber sollte man sich eventuell mal Gedanken sein. Weil du kannst als 14-Jähriger mit einem 60-Jährigen oder so Spaß haben. Also versteht ihr? Darüber sollte eventuell mal diskutiert werden. Dieser Altersunterschied ist geisteskrank. Aber ich finde, diesen anderen einfach nur aus freundschaftlicher Basis oder eventuell, falls es da draußen Leute gibt und ich kenne Leute, die einen 4-Jahres-Altersunterschied in der Beziehung haben, sogar noch in dem jungen Alter. Es ist doch kein Problem. Hey, Bro, wenn die sich verstehen, wenn die auf einem mentalen Alter auf dem gleichen, dann kann man das sagen, die Reife bei beiden zusammenpasst, sie harmonieren, alles super läuft, dann ist es doch egal. Was geht dich das Leben der anderen an? Verpiss dich einfach, wenn es dich nicht angeht. Hab keinen Kontakt mit den Leuten, wenn es dich stört. Nerv sie einfach nicht. Also ich habe für mich entschieden, sollte irgendwas bei mir so sein, also Leute irgendwie bei mir irgendwas Faxen schieben oder sonstiges, habe ich einfach gesagt, egal wie lange ich sie kenne, ob ich sie 3 oder 4 Jahre kenne, ich block sie einfach weg, es ist mir egal, Digga, ich will mit den Leuten nichts zu tun haben. Das ist genauso mit Leuten, die was gegen Leute haben, die aufs gleiche Geschlecht stehen, die gegen Frauenrechte sind oder gegen Rassismus oder so. Solche Leute braucht man einfach nicht. Die könnten auch einfach sich von der Welt verpissen. Ganz einfach. Und
Ich finde es gut, dass ich gerade das Thema Rassismus angesprochen habe, denn das nervt mich auch extrem. Das ist nämlich das nächste Thema, dass Rassismus immer noch so geisteskrank ist. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Wie das heutzutage ist, ja, hier, oh, das kann gar nicht sein. Und dann kommt da übertriebenst die rassistischen Anschuldigen oder so raus. Oder auch, du siehst, oder irgendjemand geht über die Straße. Irgendjemand geht über die Straße und sagt, der kommt aus einem anderen Land. Der kann ja nur schlecht sein. Weil du mal irgendwas über das Land gehört hast. Aber die Person kann doch die herzensvollste und liebste Person sein, die es einfach im Leben gibt. Die kann doch so hilfsbereit sein, so lieb sein. Die Leute haben Urteile direkt nur, weil sie jemanden sehen. Die schauen aufs Aussehen, die schauen, yo, was ist das für eine Herkunft? Die schauen dick, dünn oder so. Das ist jetzt nicht nur Rassismus hier, was ich, ne? Aber ne, die schauen nur aufs Aussehen, die achten nur aufs Äußere und machen sich dann eine Meinung. Aber die Person innerlich kann doch ganz anders sein, als die Leute das dann immer direkt so hinstellen. Es ist wirklich schlimm. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich liebe jeden Menschen. Wenn ein Mensch nett zu mir ist, ey, Digga, dann bin ich auch nett zu dem. Dann habe ich den super, super lieb. Aber wenn ein Mensch sich arsch fällt, egal welche Herkunft, egal ob dick oder dünn, egal wie er aussieht, es ist, dann brauche ich mit dem Mensch auch nichts zu tun haben. Aber wenn sie übertriebenst lieb sind, wenn sie die nettesten Menschen der Welt sind oder so, egal woher sie kommen, egal wie sie aussehen oder so, Digga, dann müsst ihr verfickt nochmal auch lieb zu denen sein. Es ist einfach so. Wenn ihr das nicht könnt, dann geht ins eigene Grab oder so. Ganz einfach. Und das ist, ich habe einen guten Übergang vom Thema wieder gemacht. Das Gleiche ist, es ist doch egal. Also jeder Mensch kann doch sich damit ernähren, was er will. Ne, weil wir jetzt gerade bei dem Thema Aussehen waren. Es ist doch egal, wenn sich ein Mensch in seinem Körper wohlfühlt. Ob dick, dünn, was auch immer. Wenn er sich darin wohlfühlt, dann lass ihn doch das machen, was er will. Lass die Person das essen, was sie will. Wenn sie damit Spaß hat, wenn sie dann glücklich ist, dann ist es doch das Beste, was sein kann. Und dann kommen Menschen, die wirklich sagen, das ist Fastfood, da wirst du voll dick und so. Alter, ja, also das ist wieder dieser eine Spruch, es kann dir doch egal sein. Oder wie gesagt, was geht es dich an, was andere Leute mit ihrem Leben machen? Es kann dir doch egal sein, konzentrier dich auf dein Leben. Schließ die Schule ab. Mach eine verfickte Ausbildung. Bring Geld mit nach Hause. Zahl deine scheiß Miete. Versorg deine Familie oder so. Aber nein, die Leute müssen immer auf andere rumhacken, weil sie nicht zufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Und dafür auch nichts machen. Würden die eventuell mal was für ihr eigenes Leben machen oder so? Lassen sie vielleicht die Leute auch in Ruhe. Aber manche Leute wollen auch einfach nur provozieren. Die wollen einfach nur Scheiße über andere Leute reden, andere Leute runtermachen. Es ist wirklich schlimm. Ich halte das hier gerade alles ganz kurz, weil das Video würde unnormal lang gehen. Es würde wirklich unnormal lang gehen. Und eventuell kann ich auch nochmal einen Podcast darüber machen. Vielleicht wird das hier sogar beim Podcast hochgeladen. Man darüber nochmal ausschließlich redet. Über jedes einzelne Thema wirklich nochmal ausführlich redet. Weil ich habe das Ganze jetzt nur grob gemacht. Ich hoffe, es versteht niemand hier irgendwas falsch. Schreibt eure Meinung noch dazu in die Kommentare. Wenn ihr was zu ergänzen habt, schreibt es auch unbedingt in die Kommentare. Es würde mich echt freuen. Und schreibt eure Meinung auf jeden Fall rein. Ich akzeptiere jede Meinung von jeder Person. Es ist mir egal. Ich akzeptiere jede Meinung, wenn du eine andere Meinung zu irgendeinem Thema hast. Dann ist es so. Dann akzeptiere ich sie auch. Aber dann lass es nicht an andere raus. Lass es nicht an andere Personen raus. Zieh sie nicht runter. Lass sie einfach damit in Ruhe. Behalt deine Meinung für dich. Behalt einfach deine Meinung für dich. Du schadest damit nur anderen Menschen. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn ein anderer Mensch sich runtergezogen fühlt, sich nicht mehr wohlfühlt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich kann hier sitzen und sagen, ich weiß, wie das ist. Ich hatte früher auch in der Schule, das ist aber ganz ein anderes Thema. Ich bin darüber hier weg. Ich mache jetzt YouTube seit 6 Jahren. Ich bin extremst abgehärtet, wenn es um sowas geht. Damals haben auch sehr, sehr viele Leute immer Stress geschoben, so mäßig in der Schule. Das hat mich auch immer runtergezogen. Aber irgendwann war der Punkt so, zack, die haben einen in Ruhe gelassen, weil man sich bewiesen hat. Aber ich verstehe es nicht. Lass die Menschen einfach in Ruhe, akzeptiere sie so, wie sie sind. Das ist das Beste. Sei einfach korrekt zu denen. Auch wenn sie nicht korrekt zu dir sind, sei trotzdem korrekt. Sei einfach ein Vorbild, sei einfach erwachsen. Zeig, dass du eine richtige Reife hast, dass du einen IQ über 1 hast. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Ich
wünsche euch wirklich noch einen wunderschönen Tag. Und falls ihr Ideen für irgendwelchen Real Talk-Kram habt, weil das auch einfach mal sein muss, schreibt das auch in die Kommentare. Ich hab euch lieb, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und haut rein. Küsschen geht raus. Bye, bye.